Guten Morgen, Leute. Sehr schöner Sonnenaufgang hier. Wir kommen gerade von hier unten, von da ungefähr hoch. 200 Höhenmeter, wir sind gerade gestartet. Haut schon rein, 200 Höhenmeter am Morgen. Naja, jetzt geht's hier weiter. Sehr schön auf jeden Fall gerade. Herrlich. Okay, ich glaube, das ist jetzt wirklich der krasseste Ausblick bisher. Boah, ich bin jetzt gerade auf 1733, eigentlich genauso hoch wie gestern, aber das ist schon echt heftig hier. Übrigens sieht man hier alles sehr schön. Wir sind von da hinten gestern gekommen, um den Berg hier rum, da auf dem Kamm da, wo kein Wald ist, entlang und dann hier durch den Wald runter und da ist unsere Hütte gewesen. Und jetzt sind wir hier quasi hier den Berg hoch, hier um den Berg rum. Und die anderen kann man vielleicht sehen. Da hinten, im Pinken, da. Das sind die anderen, die kommen jetzt gerade nach. Genau. Und ja, unsere letzte Hütte, die war sehr viel weiter nach da. Genau. Und jetzt geht es dann weiter in diese Richtung. Ich muss euch jetzt nochmal die Aussicht zeigen, weil das ist echt krass hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich das Problem mit den Schuhen schon erläutert habe, aber die fallen ja auseinander. Ich habe die heute früh jetzt mal mit Klebeband notdürftig fixiert. Das hält jetzt auch schon seit über 2 Stunden. Also, ja, ich glaube nicht, dass es bis zum Abend hält, aber vorerst ganz gut. Seht ihr, wie viele Grashüpfer hier rumspringen? Das ist Wahnsinn. Das sind Milliarden Grashüpfer hier. Jeden Schritt, den man macht, da fliegen Hunderte vor einem rum. Gestern waren es eher Fliegen, heute sind es Grashüpfer. Ah, Leute, das war einer der steilsten Aufstiege, die ich gemacht habe. Das ging jetzt 300 oder 400 Höhenmeter hoch. Yes! Geil! Mega cool und die Aussicht hier. Krasser Scheiß. Oh Mann, ey, der Aufstieg gerade, der war echt heftig. Von da sind wir hochgekommen. Ich zeig's mal von der anderen Kamera. Waren jetzt ungefähr 300 oder 400 Höhenmeter. Mega. Yes! So, heute ist wie gesagt ja ein kürzerer Tag. Wir machen heute nur so um 20 Kilometer. Wir kommen jetzt gerade von da, beziehungsweise ich zeig's Ihnen. Wir kommen jetzt gerade von da, wo diese Stangen stehen. Weiter, wo diese Stangen stehen. Da geht es mir jetzt wieder runter, das ist das Problem. Wir müssen jetzt laut Karte 400 Höhenmeter runter, um zur Hütte zu gelangen und die müssen wir am nächsten Tag wieder hoch. Was tut mir nicht alles mit meinen Hütten? Aber ist halt jetzt so, ne? Ich denke, jeder ist lieber auf eine Hütte, als jetzt im Zelt zu schlafen. Ja, jetzt warte ich mal schnell auf die anderen und dann laufen wir weiter. So, nächste Hütte ist in Sicht, Momina Pulana. Schaut sehr modern aus, wir werden sehen. Der eine Schuh hat übrigens sogar gehalten, das Klebeband, beim anderen jedoch nicht. Das ist aber eigentlich der wichtigere, weil der ist viel mehr kaputt. Ja, ich habe die einfach schon viel zu lange, die Schuhe, die haben schon viel zu viele Kilometer durch. Leider, naja, aber ich denke, da finde ich eine Lösung. Eine kurze Führung durch das Haus. Hier sind wir gekommen. Hier ist ein Treppenhaus. Hier geht's hoch. Hier gibt es sogar eine Tischtennisplatte. Das ist wirklich selten. Ja, hier ist das Bad. Ja, wie immer, ne? Ist schon in Ordnung. Sogar warmes Wasser. Und da hinten, wo die ekelhaften Schuhe stehen, sind wir. Ja. Ist in Ordnung, würde ich sagen. War schon schlimmer. Wir haben nur eine funktionierende Steckdose und das ist die hier. Da lade ich gerade mein GPS auf. Genau. Ja, ist schon in Ordnung. Jetzt dusche ich erstmal. Guten Morgen.
Wir sind gerade aufgestanden in den Berg hoch wieder. 200 Höhenmeter. Schaut euch das mal an hier mit der Sonne. Sehr cool. Sehr cool. Das ist jetzt die Hütte Planinski Izvori. Die ist geschlossen. Da hätten wir super übernachten können, weil die halt oben gewesen wäre, nicht unten. Aber wie gesagt, leider hat sie geschlossen. So, und als nächstes geht's an dieser Hütte hier vorbei. Erohard. Gehst du auch mal weg? Hier haben wir eine schöne Quelle jetzt. Und da werden wir jetzt unser Wasser auffüllen. Danke. Nicht so ganz das Prinzip verstanden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich so richtig von dem Laufstil von denen halten soll, weil sie laufen zwar sehr langsam, aber sie laufen trotzdem sehr lange am Tag. Mit denen ich jetzt mitlaufe, meine ich. Die stehen jetzt sehr früh auf. Das ist ein bisschen das, was mich stört, ehrlich gesagt. Aber die Distanz ist ganz gut. Und außerdem können sie alles für mich übersetzen, was super ist, und ich habe ein bisschen Gesellschaft, also das ist schon toll. Ich stehe jetzt hier gerade auf einem Gipfel oben. Ihr habt es gerade gesehen. Sehr schön hier wieder. Sehr schön. Vor allem am Morgen. Das ist natürlich wieder das Positive, wenn man so früh aufsteht. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Sehr schön am Morgen auch hier oben zu sein, weil dann ist es schön kühl. Man kann sich lange aufhalten. Schon nicht schlecht. Wir werden übrigens heute da reinlaufen. Hier runter, darüber, darüber, darüber und auf diesen ganz großen Berg da hinten. Da werden wir auch hochkommen. Es wird ein neuer Rekord. So, bei uns gab es gerade wieder diese Brötchen mit dem Ei und dann frittiert. Das schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Scheint auch sehr typisch zu sein. Und jetzt sind wir wieder hier oben auf dem Gipfel. Genau. Weiter geht's. Auf zu diesem Riesenberg. Weichet ihr Kühe! Danke sehr! Mrs. Q2 oder Mister! Danke sehr! Auf den Part da drüben habe ich mich schon ziemlich gefreut. Da, dieser Sattel da, da läuft der Berg ganz spitz zu. Und da laufen wir drüber, da freue ich mich schon drauf. Und dann, wie gesagt, der Postberg da hinten, 2200 Meter, wird anstrengend. Yes, wir sind auf dem Wegen angekommen. Das ist jetzt dieser Postberg, von dem ich gesprochen habe. Ich habe jetzt ziemlich lange hochgebraucht. Aber schaut euch das an, ist das nicht krass? 2200 Meter ist der jetzt hoch, ist bisher der höchste Berg, es wird noch höher, aber dazu dann später. Jetzt andersrum,
die geniale Aussicht. Von da bin ich hochgekommen. Hat jetzt ziemlich lange gedauert. Der Hügel bzw. der Gipfel, der hat sich ziemlich hingezogen jetzt. Aber das ist schon krass, oder? Mega cool. So, ich habe jetzt schon länger nicht mehr gemeldet. Ich befinde mich gerade hier einfach irgendwo in den Bergen drin. Es schaut jetzt schon ein bisschen alpenmäßiger aus, muss ich sagen. Und da hinten, da erkennt man vielleicht da eine Hütte. Das ist die Echo-Hut. Da werden wir aber nicht übernachten, da werden wir vorbeilaufen und zur nächsten. Pasna-Komica, das ist unsere Zielhütte quasi, die ist irgendwo da ganz weit hinten, da, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, auf jeden Fall weiter rechts. Ja, wir haben uns heute ein bisschen mehr vorgenommen scheinbar, also 30 Kilometer oder so. Ist jetzt schon viel heute, wir haben jetzt nämlich schon 2:30 und es ist noch einiges auf dem Plan. Fast 8 oder 9 Kilometer, also es wird schon nochmal weit, naja. Ist halt jetzt so, weiter geht's. Hier haben wir eine sehr schöne Kirche. Dieses direkt neben der Echo hat, also neben der Echo-Hütte. Genau, die ist diese Richtung. Und jetzt geht's weiter. Ja, das ist jetzt wie gesagt die Echo hat, werden wir aber nicht übernachten. So, das ist jetzt die Kosa Stena, endlich angekommen. Um 16:45 Uhr. Aber ich kann mich nicht so freuen, ich habe ein riesengroßes Problem. Meine Schuhe fallen jetzt komplett auseinander. Nämlich hier auch vorne. Ich muss mir jetzt irgendwas über. Das ist echt ein Riesenproblem. Keine Ahnung, wie ich das löse. Ich gebe euch Bescheid. Die Hütte hat übrigens eine Bücherei, obwohl alles nur per Pferd hochgebracht wird. Das hat also irgendjemand mal alles per Pferd hochgebracht. Auch die Sessel und auch die Couch. Das ist schon krass. Dann gibt es halt Bücher auf Englisch und Bulgarisch logischerweise. Das ist unser Zimmer. Wir haben kein Licht drin, ich weiß nicht wieso. Das sind jetzt Stockbetten. Genau, hier steht mein Rucksack. Ich schlafe wahrscheinlich hier oben. Und da hat man einen super Ausblick nach draußen in die Berge. Herrlich. Ja, das Problem ist immer noch. Das Problem ist immer noch meine Schuhe. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Wir werden morgen jetzt versuchen. Also wir kommen morgen an einem Pass vorbei. Da werden wir, der Trojanpass, da werden wir versuchen, ein Taxi zu bestellen. Schwierig wird, weil der weiß natürlich, dass ich ein Deutscher bin, der Taxifahrer, dass der mich nicht abzieht. Deshalb fragen die im Voraus nach, wie viel es ungefähr kosten wird. Ja, dann weiß ich das ungefähr. Genau, dann fahre ich runter in eine Stadt, kaufe dann da neue Schuhe hoffentlich. Sind jetzt nicht die besten sein, halt irgendwelche Schuhe. Und fahre dann in ein anderes Dorf daneben, beziehungsweise werde da hinlaufen, das ist direkt daneben, und fahre dann von da mit dem Lift hoch. Da ist nämlich ein Lift witzigerweise. Und der endet dann unter der Hütte, wo die anderen am Abend sein werden. Das heißt, hoffentlich werde ich die wieder erreichen. Das wäre super.